Geht ab? Irgendwas geht ab, Mann. Alles fit? Alles fit. Alter, was geht ab, Leute? Hier. Neuer Smashburger in München. Die haben mir so geschrieben. Die haben schon gesehen, wir sind krasse Burger-Tester. Schaut's vorbei. Auf unseren Nacken. Da sagen wir natürlich nicht nein. Aber beeinflusst wird es uns nicht, oder? Safe nicht. Musik ist so laut, es wird noch nichts gedreht. Muss warten, bis sie das abstellt. Jetzt, Leute. Stille. So, jetzt können wir anfangen. Burger smash cheesy wahrscheinlich. Für mich. Ja. Sollen wir Burger testen, oder? Ja. Aber ein Chicken Burger ist ja auch ein Chicken. Auch ein Burger. Wollte ich den Chicken Burger testen? Ja, Mann. Aber eigentlich müsstest du schon vergleichen mit dem. Eigentlich schon, mit unserem Freund, oder? Fat Butcher, ja. Soft. Aber gerade der eigentlich. Oh, Snickers Cake. Snickers Cake, American Cheesecake. Ja, Bagels? Bagels sieht man auch nicht so oft in München. Mhm. Aber Bagels taugt mir irgendwie nicht. Das ist irgendwie so. Findest du? Eher so trocken, das Bagelbrot meistens so. Kommt drauf an. Kommt drauf an. Achso, vielleicht hatte ich nur schlechte Bagels bisher. Wahrscheinlich. Also, wir sind große Burger-Fans. Wie lange habt ihr schon offen? Seit nicht sehr lange. 2 Wochen jetzt. Boah, das ist fresh. Okay, das ist echt sehr fresh. Sehr fresh. Wir arbeiten auch mit Martin Potato Mans, kennst du sicherlich, oder? Ja. Ja? Aus Amerika. Okay. Das ist krass, Mann. Die sind krass, ja. Ich kenne die, ja. Und wir nehmen halt das Martins Famous Potato Roll aus Amerika, um den halt auf ein ganz anderes Level zu bringen. Und die Preise sind echt krass, also relativ günstig, sage ich jetzt mal. Also safe. Draußen dieses Mittagsangebot, was ich gerade gesehen habe. Ja. Burger und Pommes 99. Ends gut. Das ist schon heftig. Unter 10 Euro, das ist ends heftig. Ich bin gespannt, ich bin echt sehr gespannt. Wenn die Leistung, also wenn die Leistung passt und das heißt. Ja, hier steht Smash Entrecot Rindfleischpatty. Und könnt ihr selber machen, jedes Mal durchlassen, frisch. Und Entrecot ist eigentlich das ist ein Steak, ja, macht man. Schon krass. Warum ist es denn selber gemacht? Das ist schon mal sehr nice, aber wenn es dabei läuft, dann müssen wir Gas geben. Ja, wie bei dem vom letzten Mal, der so entspannt das gemacht hat. Ja, Mann. Ja. Also offene Küche ist eh geil. Ja. Ja, scheiße, der ist festgeklebt. Warte, müssen wir nochmal machen. Hat der Kollege zu sehr geklebt. Sorry, Mann. Mach's nochmal. Aber das wird nicht rausgeschnitten. Ich habe eine Frage. Wie kann dieses Maisgericht auf einer Karte landen? Ich hab mich kaputt gedacht. Es ist Mais mit Sriracha auf Salat. Aber was für ein Mais? Dosenmais, oder was? Oder so frischer und irgendwie, keine Ahnung. Ich konnte es nicht so genau erkennen. Kann ich nicht sagen, ja. Es war ein Maiskorn halt. Normal Mais. Ja, ja. Und mit Salat und Sriracha-Soße. Ja. Also, die haben es auch ein bisschen komisch angeröstet, in Kokos irgendwie. Okay. Da war so eine leichte Kokosummantelung. Aber das hat man gar nicht geschmeckt, also das war komplett sinnlos. Es hat aber nicht geschmeckt anscheinend, also. Es hat geschmeckt nach ja. Mais mit Sriracha. Als würdest du einfach meistens Sriracha essen. Das muss doch durch irgendeine Testphase gehen. Ja, natürlich. Der Koch muss das doch ein paar Mal probieren und dann. Du musst eigentlich alles, was du auf eine Karte setzt, musst du eigentlich vorher testen. Ja, wie ist der Ablauf und wie schmeckt es auch, ob das so passt oder nicht. Das haben wir auch gemacht und so, aber keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, ich habe mir auch kaputt gemacht. Ich passe es immer noch nicht, Leute. Das verfolgt mich noch eine Weile. Bisschen Nusskat-Feeling hier. Auch die schwarzen Handschuhe perfekt dazu. Also kein Kamerabonus, wir hauen immer so viel drauf. Sehr nice. So, super. Lasst es euch schmecken, gell? Danke dir. Beef, Alter. Ja. Ich bin echt gespannt, Mann. Wow, ja, gut, Mann. Wow, okay. Echt gut.
Guter Geschmack, sehr guter Geschmack. Oh shit. Und auch vom Bacon. Alter, das passt echt geil. Der Käse, der ist cremig. Alter, wirklich lecker. Wirklich. Oh, lecker, right? Swipe. Ich check erstmal den Pommes ab. So weich und wirklich, Leute. Und schau mal, der direkte Vergleich zu Turkish Smashburger, da war mehr Brot als Fleisch. Und hier ist mehr Fleisch als Brot. Wir öffnen uns mal. Erinnert an den Cheeseburger hier, die Seite. Mhm. Lass mal den. Ich wollte sagen, ich muss das mal den Bacon alleine probieren, aber der ist mit dem Käse schon zusammengeschmolzen. Keine Chance. Bacon ist krass, Mann. Der Bacon ist gut. Ich mag Bacon in Sachen nicht. Also nur so mit Ei, aber nicht innen was drin, weil wenn du beißt, dann geht es nicht durch und dann musst du es immer rausziehen. Ja. Das ist geile Goldies Burger Brot, Alter. Echt lecker. Sour Gurke ist am Start, aber nicht übertönen. Mhm. Geil ist, wenn du es so in deine Hand quetscht und so die Form annimmt. Smashburger technisch hatten die, haben die große Konkurrenz, aber Fried Chicken technisch haben die noch größere Konkurrenz. Und zwar KFC. Nichts kann bis der KFC schlagen. Ich mag das so. So richtig plain, nicht irgendwelche komischen Soßen drauf. Mhm. Wirklich nur geil frittiert und Fleisch. Geschmacklich super, wirklich. Aber da machen sie einen kleinen Fehler, muss ich gleich mal mit denen ein bisschen quatschen. Ja, weil die so lappig sind, weißt du? Genau, ja. Die sind zwar selbst gemacht, wirklich sehr ausgemacht, aber man muss die hier, werden noch einmal frittiert, hier. Mhm. Man muss sie aber vorfrittieren und dann nochmal frittieren. Also bei 160 Grad. Okay. Vorfrittieren 5 Minuten, da bleiben sie hell und dann auskühlen lassen und dann frittierst du sie nochmal bei 180 und dann werden sie knusprig. Ich mag den Geschmack, also die. Ja, ja, der Geschmack nicht gut, aber du kriegst die Knusprigkeit nicht hin, wenn du sie auf einmal frittierst. Mhm. Ja. Bist du auf die Idee gekommen, so einen Burgerladen aufzumachen? Wir dachten uns, es gibt keinen guten Smashburger hier in München. Also du bist ja nur enttäuscht. Kennt ihr das, Leute, bei den Wings? Die Dicken bleiben immer übrig, obwohl die eigentlich am meisten Fleisch haben. Aber man nimmt sich immer die mit am meisten Panade. Und der bleibt bis zum Schluss. Aber keine Angst, ich nehme dich schon. Tati ist gerade aufgefallen, der war sehr cheeseburgerhaftig. Nur Ketchup-Senf, keine eigene Burgersoße. Indem wir den McDonald's-Burger machen, nur halt in richtig geil. Wir haben Ketchup-Senf dazu gegeben. Die machen genauso, ja. Die wollten den Cheeseburger elevaten. Ah. Und dann auskühlen lassen, dann noch das Thema habt ihr den Knuspriger. Tati packt sein Wissen aus. Die echt gut. Aber auch aus mit der Schale und so, ist eine gute Idee, wirklich eine gute Idee. Aber wie gesagt, wenn ihr den Knuspriger haben wollt, müsst ihr die auch selber machen. Besser. Waren hier schon andere Foodblogger oder sind wir die Ersten jetzt? Wie? Waren schon andere Foodblogger da oder sind wir die Ersten? Ja, ich hab drei Stück. Oh shit. Inside, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja, ich kenne die. Ja. Ich weiß gar nicht, wie die Namen. Ja, die haben alle sehr ähnliche Namen. Aber wir machen das ein bisschen anders. Ja, ihr habt es schon gesehen. Ich freue mich auf dein Kurs. Danke. Ein bisschen lockerer, ein bisschen ehrlicher. So ja, genau. So, wir packen. Also Jungs, gell? Jungs, wir bedanken uns. Wir bedanken uns. Dankeschön. Viel Erfolg weiterhin, gell? Danke, danke. Mach's weiter. Danke.
So. So. Sehr nice. Sehr, sehr nett, Mann. Windig, du musst lauter sprechen bei dem Wind. Jungs, sehr nett, meinte er. Ja. Das schon, ja? Leute, ja. Wirklich. Machen auch vieles richtig. Vieles richtig, aber noch nicht alles richtig. Genau. Noch nicht. Ja. Aber er ist halt, er hat gemeint, er hat zwei Wochen auf, aber... Aber nicht mal, 8 Tage oder so meint er. Der andere meinte, nee, 8 Tage, er war schon ein bisschen verwirrt. Ja. Aber wirklich, also der Burger ist wirklich sehr, sehr gut, ja. Selbstgemachte Pommes, aber die brauchen noch einen kleinen Feinschliff. Ja, aber ansonsten also Pommes haben mich nicht überzeugt, das stimmt, ja. Aber ansonsten wirklich sehr, sehr gut, ja. Testet das aus, ohne Scheiß, ja. Mach's. Ja, abchecken kann man die auf jeden Fall und Burger ist auch... Also wir hatten noch nicht alle Burger, Smashburger Tours geplant, aber... Bisher vielleicht 3. Platz. Ja. 3. oder 4. Platz auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Chicken war halt Chicken, also war gut, aber war jetzt nicht so, ich sage, boah, überkrass, ich komme für das Chicken hier nochmal, ja. Das nicht, aber so als, Beilage, so, ja. So als Beilage zum Happy, zum Essen, so wirklich auch sehr gut, also knusprig. Bisschen noch ein bisschen Power brauchen die, also besonders die Chicken Wings, ja. Aber geschmacklich sehr gut, saftig waren sie auch, ja. Das wird schon, ja. Die sind am Anfang, die Jungs, und die machen das schon. Ja. Der Tati hat so einen Softspot für neue Leute in der Gastro. Er will die, wie nennt man das so, die Jugend aufblühen sehen, dass es bei denen allen läuft. Oh ja, ich hoffe es auch für die. Irgendwie läuft die da schon. Aber U2 kommt zum Glück alle 5 Minuten eigentlich. Deswegen kein Stress. Und die U2 schon, ja. Ciao. Ciao, wir sehen uns. Kuss geht raus an Burgerstuben. Und wie ich auf Instagram mitbekommen habe, haben sie auch Feedback direkt umgesetzt. Die Pommes sind anscheinend jetzt irgendwie paniert und dadurch super knusprig, weil die waren echt lasch. Also der Vergleich zu Goldies ist noch weit hergeholt, weil Goldies hat krasse Pommes, krassen Burger, krasses Chicken. Aber Potenzial ist da. Das Brot ist halt das Bun. Genau dasselbe. Smash Burger an sich. Kommt auch nicht an Goldies ran, aber es ist ein geiler Burger. Es ist auf jeden Fall ein geiler Burger. Das war's von mir und Tati. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Check die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Es bleibt spannend.